Ja, servus liebe Zigarren-Aficionados, ich wollte mal zum Jahresende hin ein schönes Video noch machen zu den Top-Zigarren aus diesem Jahr 2022. Ich fand, dass dieses Jahr so ein bisschen lasch war. Die ein oder andere Limitada bis zum Sommer war schon cool dann. Aber ich finde, erst so richtig ging es los, kurz vor der Intertabak. Da sind dann schon interessante, coole Zigarren am Start gewesen und natürlich auch danach. Ich bin so ein bisschen angeschlagen, deswegen weiß ich nicht, ob ich dieses Jahr noch groß einige Zigarren am Start haben werde auf YouTube. Ich habe noch die ein oder andere neue Zigarre natürlich da liegen, aber ich möchte natürlich ein bisschen fit werden und das wird dann wahrscheinlich zu eng. Weiß ich nicht. Ich habe auch gesehen, dass jetzt zum Beispiel doch die Alec Bradley Double Broadleaf hier und da aufgeschlagen ist. Und auch doch die Monte Cristo White Edmundo hätte ich noch geraucht dieses Jahr. Die taucht so hier und da so ein bisschen auf, hat man so Bilder gesehen, auch in Deutschland meine ich jetzt. Aber das langt jetzt die letzten Tage nicht mehr, denke ich mal. Deswegen habe ich mal geguckt, was für Zigarren ich sonst in diesem Jahr gut fand. Ja, ich habe natürlich noch einige Zigarren am Start, aber also die auch jetzt die letzten Wochen rausgekommen sind. Aber ich denke, ja, die Woche werde ich kein Review mehr machen. Und dann haben wir nur noch eine Woche und dann war es das schon. Deswegen habe ich hier so ein bisschen vorbereitet. Wie gesagt, ich fand dieses Jahr ein bisschen lasch. Deswegen habe ich mal geguckt, was ich für Zigarren so reviewt habe überhaupt dieses Jahr. Gucken wir mal, wie wir das hinkriegen hier. Genau, also die neue Gulmero Rico Criollo Nummer 3, die Robusto Shorty für 9 Euro. Die fand ich sehr interessant, also da ist wirklich schön pfeffrige Aromen am Start. Und trotzdem als Ausgleich diese schöne Hubba-Bubba-Süße, sage ich jetzt mal, dann ein bisschen Creme hier und da und dann eben dieses Walnussige fand ich interessant. Und auch, dass dieses Pfeffrige sich entwickelt hat in so eine spicige, schärfere Cayenne-Pfeffrigkeit so ein bisschen, also die fand ich gar nicht mal so schlecht. Und diese Top-Zigarren jetzt, das sind 12 Stück übrigens, Top 12, also kann man so sagen, pro Monat eine, habe ich jetzt nicht in einer bestimmten Ordnung, also das ist jetzt nicht die 12 beste oder die erstbeste oder so, sondern einfach, das ist nur eine Liste von guten Zigarren, die nicht unbedingt auch eine 5, haben müssen. Also die hier hat auch nur in Anführungszeichen eine 4 bekommen, aber trotzdem finde ich, die sollten wir mal probiert haben. Genau. So, dann haben wir hier die zweite. Klappt nicht so, wie ich will, aber. Und zwar haben wir hier auch die ganz neue AJ Fernandez Dorado, die Toro Box Pressed. Fand ich eine sehr schöne Zigarre hier. Schöne angenehme Pfeffrigkeit, trotzdem auch dieses Jalapa-süßliche. Dann doch dieses leicht nussige Creme, nicht so wirklich, aber du hast schöne feine Aromen gehabt. Wirklich insgesamt war das eine sehr, sehr schöne Zigarre, die man auf jeden Fall mal probiert haben sollte, meiner Meinung nach. So, dann haben wir hier die nächste Zigarre. Und zwar die West Tampa. Fand ich ein guter Release, weil Preis-Leistung war gut. Das war jetzt auch nicht die beste, also die hat eine 4 von mir bekommen und auch die weiße, ja, aus offensichtlichen Gründen, warum lieber weiß als schwarz. Nein, und in dem Fall, also das habe ich ja auch im Review gesagt, normalerweise bin ich eher ein Fan von den dunkleren Varianten, aber hier fand ich auch die hellere irgendwie interessanter. Es war jetzt auch jetzt keine Zigarre, die den Markt komplett auf den Kopf stellen wird, aber einfach ein schönes Format zum fairen Preis, gute Entwicklung, schöne Aromen, auch wenn sie vom Abbrand her nicht ideal war, weil sie noch extrem frisch ist, aber ich finde die West Tampa, die neue, die White, sollte man mal probiert haben. Dann kommt die vierte,
Und das ist auf jeden Fall ein Highlight für mich dieses Jahr gewesen, die neue 1502 Anniversario 10 Toro, gemacht von AJ Fernandez. Das war für mich eine der besten Zigarren, die ich dieses Jahr geraucht habe, auf alle Fälle. Super schöne Aromen, recht komplex, eine gewisse Stärke, aber trotzdem auch leichtfüßig, schönes Deckblatt. Sah aus wie gemalt, sah fast aus wie eine Plastik- oder eine Holzzigarre, weil das einfach so ein schönes Teil war. Also das war für mich das Highlight des Jahres. So, dann kommt die fünfte Zigarre. Das war die Padilla, die 88 Anniversario, ja, zum Ehren seines Vaters, zum 88. Geburtstag. War auch schön komplex, schöne süßliche, aber gleichzeitig auch nussig, erdige, relativ schnell erdige Aromen und schön ledrig, aber trotzdem auch nicht zu stark, schön feiner Blend, die Aromen spielen miteinander so ein bisschen und am Schluss hat sich dann der Kreis wieder geschlossen so. Am Anfang hat man schöne Aromen vom Kaltgeruch her, die man dann auch im Rauchen hatte und dann eben auch am Schluss dann nochmal so ein bisschen sich halt immer wieder abgewechselt haben. Die Padilla 88 war für mich auch ein Highlight des Jahres. So, dann kommt die sechste Zigarre, Moment. Ja, auch die Ace Prime Cigars, die Maria Lucia war ein schönes Ding. Vor allem schönes Format, schönes Deckblatt und fand ich auch, oh hier habe ich 5 Kilo noch weniger gehabt. Habe jetzt im Dezember einiges wieder zugenommen. Das ist für mich Dezember, ist Katastrophe. Ist schön komplex, schöne Aromen, spielt auch mit der Pfeffrigkeit, aber ist nicht zu kratzig oder irgendwie so, aber sie hat schon so ein bisschen Bums und leicht floral und schöne Süße auch mit am Start, schönes Format, schönes Design, Preis ist in Ordnung, genau, also die Maria Lucia solltet ihr auch auf jeden Fall mal probiert haben, meiner Meinung nach. So, jetzt kommt die siebte Zigarre, ich hab das noch alles im Griff hier. Was ich auch gut fand, sollte man mal probiert haben, die neuen Foundation Cigars. Der Jimmy von Extra Estate, also der bei Extra Estate gearbeitet hat und halt eben auch Foundation Cigars gefoundet hat, also gegründet hat. Und dann die Tabernacle ist halt die Toro zumindest auch. Cooles Teil, erinnert natürlich an eine etwas mildere Liga Privada, aber zum billigeren, günstigeren Preis, 12 Euro kostet der Toro, also Preis-Leistung ist sehr gut. Hat natürlich einen etwas anderen Touch, weil ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, hat die noch so ein bisschen Honduras mit dabei. Also hier geht es ja auch etwas in eine floralere Richtung. Aber die Tabernacle von Foundation Cigars, ja, auch schöne Farbe und schöner, ja, Kontrast mit der weißen Asche so, sollte man auch mal probiert haben. Hier haben wir da noch eine Zigarre und zwar auch ein Highlight oder eine Überraschung, die Balmoral Nicaragua Puro zum fairen Preis um die 6 Euro, die Petit Robusto. Also wenn du eine klassische Nicaragua probieren möchtest, wo du weißt, hey, ich habe Pfeffer, ich habe Leder, ich habe Erde, trotzdem so ein Hauch Süßlichkeit als Ausgleich. Ja, super schönes Format, so der schönes Deckblatt, schönes Design so. Dann solltet ihr mal die Balmoral Nicaragua Puro, die neue, probiert haben. Also wirklich, das war für mich auch eine kleine Überraschung. Welche ich auch ganz gut fand, ein bisschen Überraschung, und zwar die Silencio, die in Amerika unter Cohiba läuft, bei der Tabacalera de Cosia in der Domrep gerollt wird, und zwar die Black, fand ich eigentlich sehr interessant, schöne Kaffeerösteraromen, Nuss, bisschen Creme, bisschen Leder, Floralität, schönes Format, Preis-Leistung war in Ordnung, fand ich eigentlich auch ganz cool, also schönes Format, wie ihr seht, schönes dunkles Deckblatt und schöne dunkle, schokoladige, leicht süßliche Schokoaromen, ein bisschen, ja, und vor allem diese Farbkombination fand ich halt interessant, von der Asche und diesem schwarzen Deckblatt und so weiter, fand ich eigentlich auch ganz gut, also, ja, müsst ihr mal probiert haben, ich weiß nicht, ob ihr die probiert habt, fand ich nicht schlecht.
Dann, was ich auch gut fand, die neue von Arnold André, die Barguero Brasil Toro. Gute Preis-Leistungs-Verhältnis-Zigarre. Brasilianischen Tabak, also ein bisschen brasilianisches Feuer mit dabei. Das ist halt einfach eine gut günstige, schöne Zigarre, unkompliziert. Ich weiß jetzt nicht mehr den Preis, ich glaube so um die 7 Euro rum oder was das war. Schöne Toro, guter Abbrand, schöne Aromen, jetzt nichts, was die Welt aus den Fugen reißen wird, auch wie gesagt, aber ich fand, das war ein gutes Teil, dass der Brasilianisch auch so ein bisschen was Neues kam, auch zum fairen Preis. Und designmäßig ist er echt gut gewesen und Abbrand war gut, unkompliziert. Also wenn ihr brasilianische Geschichten auch mal probieren wollt, deswegen habe ich mir auch die Parquero hier in die Liste gehauen. Dann welche ich auch, die ist auch relativ neu, die neue Blackbird, die Finch, die Sumatra Robusto. War auch sehr interessant, gute Kombination aus dem Fruchtigen, leicht Süßlichen, ja, nun doch Pfeffrigen. Der da schon Pfefferbums die ersten 10 Minuten gehabt, aber du hast halt eben doch dieses leicht Fruchtig, Süßliche und so weiter am Start gehabt. Also, Blackbird Finch, also trotzdem meine Favoritin von Blackbird ist nach wie vor die Unkind. Die finde ich am allerbesten, auch mit Brasilien-Tabak mit dabei. Aber auch hier für 10,50 schöne Robusto, cooles Design und halt eben interessante Aromen mit diesem, ja, schon Bums, pfeffriger Bums, aber dann dieses leicht fruchtig-süßliche und dieses leicht florale. Wirklich eine coole Kombination gewesen. Dann, was ich auch tatsächlich nicht schlecht fand, die Toscano Master Age Serie Nummer 1. Schöne, angenehme Aromen, war zwar relativ geradlinig, aber einfach jetzt vor allem für den Sommer nicht überfordernd, hat schönen Charakter gehabt. Klar macht man das angeblich so, dass man in der Mitte auseinanderbricht und jemand gibt, also teilt man die so, aber trotzdem fand ich, bin ja alleine gewesen. Ja, habe ich fast 2 Stunden geraucht. Ist zwar relativ geradlinig, wie gesagt, aber einfach schöne, nussige, süßliche, florale Aromen und so ein Hauch Grundwürze. Also die fand ich, um ehrlich zu sein, ja, auch echt nicht schlecht. Also vor allem Preis war auch okay. Ja. Dann gibt es noch als Highlight oder als Zugabe noch ein paar Limitadas, die halt eigentlich nicht mehr verfügbar sind. Ja. Aber die hier finde ich eigentlich ziemlich unterbewertet, weil von der Padagas Legado kam ja auch, ich glaube im Frühjahr, kubanisch. Von der sieht man online eigentlich kaum was. Also auch auf Instagram oder so und auch, dass man da irgendwie Leute groß was posten sieht. Ich fand das eigentlich auch eine sehr, sehr leckere Zigarre. Ich habe leider nur noch 4 oder 5 Stück da. Die fand ich echt auch sehr gut. Und dann auch die nächste Limitada. Das macht halt immer keinen Sinn, wenn du eine Limitada in so eine Liste machst, weil wenn es sie nicht mehr zu kaufen gibt, vor allem die Jalapa hier von Vega Fina, die neue, die war ja sofort ausverkauft, mehr oder weniger. Ne? Eine der wenigen Vega Fina Limitadas, die im Prinzip direkt danach nicht mehr verfügbar waren. Die Vintage One war noch ein paar Monate danach verfügbar, die Tiger sowieso. Ja, aber die Ometepe gab es noch ein halbes Jahr danach hier und da und wenn man guckt, kriegt man sie vielleicht noch eventuell eins vereinzelt. Aber die Jalapa war auch super ausverkauft und es war interessant, es war eine super Zigarre, sogar besser als die Ometepe meiner Meinung nach. Habe aber gesagt, bei der kaufe ich keine Kiste, weil ich noch so viele von der Tiger und von der Fusion Edition von Vega Fina hatte. Ja, habe ich natürlich nachträglich bereut, weil die Jalapa war schon... Die Frisur war schon super Format. Hier seht ihr schön gerade Abrand, dieses süßliche Jalapa-Style und dann trotzdem dieser Bums, diese Würze. Gibt es leider nicht mehr zu kaufen, aber das war auch auf jeden Fall ein Highlight des Jahres. Noch am Schluss noch eine Limitada, die war auch hammermäßig. Wenn ihr die geraucht habt, herzlichen Glückwunsch. Und natürlich ist es die CAO oder KO Mortal Coil, die Toro Broadleaf. Das war eine 1A, eine der besten Zigarren, die ich hier geraucht habe. Zumindest für Leute, die auch auf Broadleaf stehen, so dieses toastig, süßlich, buttrige, sage ich jetzt mal, Knusperbrot, schwarzes, geröstetes Brot. Eine grandiose Zigarre. Ja, aber wie gesagt, ich fand dieses Jahr trotzdem insgesamt so ein bisschen lasch.
Aber ja, ich habe jetzt noch eine gute Handvoll von neuen Zigarren, die letzten Tage in Wochen rausgekommen sind, aber ich glaube, das packe ich jetzt nicht mehr so wirklich. Ich hätte jetzt noch die Linea Doro reinhauen können von Romeo Giulietta, weil die halt echt Ende Dezember letzten Jahres zumindest released wurde in Deutschland. Hätte man theoretisch fast noch in dieses Jahr mit reinnehmen können. So die paar Tage vorher wäre auch nicht so verkehrt gewesen. Aber die kam, glaube ich, tatsächlich so in der letzten Dezemberwoche habe ich die dann kaufen können. Ja, hätte ich eventuell auch noch reinnehmen können, aber ja. Ja, das war so meine Top-Liste, wo ich sage, hey, die sind mir gut in Erinnerung geblieben. Natürlich gab es auch viele mehr, die gut waren, aber ich wollte es jetzt natürlich auch nicht übertreiben von der Liste her. Ja, ich denke 12 Stück plus 3 solche Bonus-Zigarren ist okay. Ja, ich habe natürlich noch viel andere gute auch geraucht gehabt, aber ich habe gesagt, ja, die waren sehr gut, aber trotzdem irgendwie so gewöhnlich oder wie auch immer. Ja. Ja. Ne, alles gut. Dann schon mal frohe Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr und hoffentlich sehen wir uns nächstes Jahr wieder. In aller Frische.